Hallo zusammen und willkommen zurück zum zweiten Teil von diesem Projekt. Wie ihr sehen könnt, unser Mond ist trocken und ja, fertig für die nächste Phase. Ich hoffe, es glänzt nicht zu sehr, aber ich wollte, dass ihr das Ganze gut sehen könnt und habe es deswegen etwas heller gemacht. Alles, was wir brauchen, habe ich auch schon vorbereitet. Das ist zum einen ein Becher, wo wir gleich unser Resin drin anmixen. Wir brauchen einen Brenner, gibt es auch bei uns auf der Homepage, damit wir die kleinen Luftbläschen alle eliminieren können. Wir brauchen etwas Klebeband. Am besten, wie ich finde, geht immer dieses Panzertape, dieses mit dem Textil drin, weil das den Vorteil hat, dass es, auch wenn das Resin trocken ist, einfach gut abzulösen geht und nicht festklebt. Wir brauchen eine Waage für das Resin gleich und etwas schwarzen Glitter, wie ich im ersten Teil des Videos schon angedeutet hatte. Den mache ich mit in das Resin rein und hoffe, dass das in dem Hintergrund dann, wenn das Ganze ausgehärtet ist, richtig schön glitzert und glänzt und so ein bisschen wie Sternenfunkeln aussieht. Das Resin selbst ist unser Resin. Da das nicht mehr ganz so hübsch aussieht, blende ich euch einfach ein, wie die Flaschen an sich aussehen müssten. Und ich mische das Ganze jetzt erstmal zusammen. Als kleiner Tipp, gerade in der kälteren Jahreszeit wie momentan und wenn ihr euer Resin vielleicht in einem kalten Raum lagert, macht es vorher etwas wärmer. Stellt es also in ein warmes Bad mit Wasser und ja, dann ist es einfach ein bisschen flüssiger, fließt besser und ihr habt weniger Blasen dann in dem Resin, wenn ihr es fertig gemischt habt. Das Resin selbst ist eine Mischung aus 50% von dem Resin und 50% von dem Härter. Für ein Bild dieser Größe sollten ungefähr 300 ml reichen. Das sind jetzt 50 x 50 cm. Je nachdem auch, ob ihr eine dickere Schicht Resin haben möchtet oder eine wirklich nur sehr dünne Schicht, um das Ganze zu versiegeln. Wichtig, das Ganze wirklich gut verrühren. Auch den Boden und die Seiten nicht vergessen, damit wirklich alles komplett verrührt ist. Wenn es aufhört, Stirn zu bilden, wie ihr das vielleicht jetzt sogar noch sehen könnt im Video, dann ist alles gut verrührt. Solange wie ihr noch Schlieren in dem Resin habt, dann einfach weiter rühren. Am besten auch nicht zu schnell rühren, dass ihr nicht zu viele Bläschen mit hineinmischt oder unterrührt. Relativ gemächlich und wie gesagt, je wärmer das Resin ist, desto einfacher geht das Ganze auch und desto weniger Bläschen geraten in das Resin hinein. Wenn euer Resin gemischt ist, beiseite stellen, keine Angst, ihr habt genügend Zeit. Fangen wir in der Zwischenzeit aber an mit dem Klebeband. So, drücken das Ganze auch gut an, damit an den Seiten keine Löcher mehr drin sind, wo das Resin dann durchlaufen könnte. Und das Schöne daran ist, wenn ihr das Klebeband benutzt, wird das Resin sich darauf verteilen und ein Stück weit ausleveln. Das heißt, es läuft nicht sofort über die Ränder und hat dann vielleicht Stellen auf der Leinwand, die nicht eben sind, wo das Resin vielleicht nur so ein klein wenig deckend ist oder vielleicht sogar Lücken in dem Resin. Besonders wichtig, wenn ihr irgendwo mit Silikon gearbeitet haben solltet, dann kann es sein, dass dann kleine Lücken entstehen, wo das Resin nicht hält. Indem ihr so einen kleinen Rahmen baut, wird das Resin darin bleiben und nicht über die Ränder hinauslaufen. Okay, im nächsten Schritt wollen wir das Resin natürlich auf unser Bild bringen und auch den Glitter benutzen. Wichtig jetzt, ihr solltet den Glitter nicht direkt in euer Resin hineinrühren, wenn ihr das ganze Bild bedecken wollt, denn dann habt ihr den schwarzen Glitter auch über eurem Mond. Das wollt ihr ja weitestgehend vermeiden. Das geht aber relativ einfach, indem ihr erst euer frisch gemischtes Resin nehmt und eine kleine Schicht davon auf die Stellen macht, wo am Ende kein Glitter hingelangen soll. Ihr könnt auch direkt schon sehen, jetzt werden die Farben gleich direkt kräftiger. Überall da, wo das Resin auf euer Bild trifft. Und das Schwarz wird auch gleich wieder viel kräftiger und frischer werden, wenn das Resin darüber ist. Das finde ich immer besonders schön. Wichtig auch, euer Tisch sollte wirklich so gerade wie möglich sein, damit euer Resin nicht in Richtungen läuft, wo ihr es nicht haben wollt. So.
und in den Rest machen wir etwas von dem Glitter hinein. Macht auch nicht zu viel. Es soll ja nur ein dezentes Glitzern geben am Ende. Ihr könntet hier an dieser Stelle natürlich auch noch schwarze Pigmentpaste oder Pigmente mit hinzugeben, um das Schwarz zu intensivieren. Allerdings riskiert ihr dann auch wieder, dass falls etwas von dem jetzt gemischten Resin über euren Mund läuft, dass ihr dann wieder schwarze Schlieren darin habt, was ihr wahrscheinlich auch nicht haben möchtet. Deswegen belassen wir es bei dem schwarzen Glitter und verteilen den Rest dann über der Leinwand. Jetzt kommt durch das Resin auch das Blau wieder mit zum Vorschein hier oben, was ich ganz am Anfang aufgebracht habe auf die Leinwand. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt in dem Bild schon sehen. Ansonsten versuche ich das dann später, wenn das Ganze ausgehärtet ist, nochmal zu zeigen, wenn mehr Licht drauf scheint. Das ist immer das Schöne an dem Resin. Es bringt die Farben immer wunderschön zur Geltung und auch Farben, die etwas matter getrocknet sind, wie es oft bei dunkleren Farben der Fall ist, dann kommen die wieder richtig zum Leben. So, habt ihr alles auf der Leinwand, benutzt euren Brenner auf einer kleineren Stufe und geht nochmal darüber, damit die kleinen Luftbläschen alle verschwinden. Und dann muss das Ganze aushärten. Je nachdem, wie kalt es in eurem Raum ist, hier ist dann etwas kühler sogar besser, weil das Resin dann schneller auskühlt und weniger Chancen hat zu verlaufen, wenn es warm gemacht wurde. Ansonsten, wenn es nicht so kalt ist in eurem Raum, stellt etwas darüber, damit nichts drauf fallen kann. Und beachtet, falls es kälter ist in eurem Raum, dauert das Aushärten etwas länger, als wenn es wärmer ist. Kleiner Tipp noch an dieser Stelle, falls ihr Sorgen habt, noch nicht alle Bläschen erwischt zu haben, habt aber Angst, dass euer Resin vielleicht etwas zu flüssig wird und dann anfängt hin und her zu laufen, dann geht einfach mit dem Brenner einmal über die gesamte Leinwand, wartet ein bisschen, bis das Resin wieder abgekühlt ist und dann könnt ihr das Ganze noch 1, 2, 3, wie oft ihr möchtet, mal machen. Das Resin braucht ungefähr jetzt 45 Minuten, bis es anfängt auszuhärten. In der Zeit könnt ihr immer wieder mal mit dem Brenner darüber gehen. Aber Vorsicht, nicht zu heiß machen. Es sollte auf keinen Fall anfangen zu rauchen, dass euer Resin auch am Ende gleichmäßig aushärtet. Ich sehe hier und da noch verschiedene kleine Bläschen. Das heißt, ich komme dann in ein paar Minuten wieder zurück, mache das Ganze noch ein paar Mal. Und dann lasse ich es für die nächsten 2 Stunden erstmal in Ruhe. Nach den 2 Stunden ist das Resin schon relativ dickflüssig geworden, noch nicht fest, aber schon wie Gummi. An diesem Punkt nehme ich dann meistens auch das Klebeband ab, damit noch ein Teil von dem Resin über die Ecken laufen kann und somit auch einen schönen Abschluss bildet. Das ist in meinen Augen immer etwas hübscher, als wenn ihr eine harte Kante hättet. Könnt ihr aber mit diesem Klebeband zum Beispiel auch machen, indem ihr es bis zum kompletten Aushärten daran lasst und dann könnt ihr es einfach abziehen. Das geht mit Malerkrepp zum Beispiel nicht so gut, weil das sich mit dem Resin verbindet und ihr das somit nicht mehr ablösen könnt. So, da bin ich wieder. Noch das gleiche Projekt, keine Sorge. Ich habe nur JSON hier draufgelegt, damit nichts drauffallen kann auf das Bild. So sieht es jetzt schon mal aus. Und es sind ungefähr 2 Stunden her, seit ich angefangen habe. Das heißt, es wird jetzt Zeit, das Klebeband abzumachen, damit, wie gesagt, dass Resin so ein Stück weit noch über die Kante laufen kann. Klebrige Angelegenheit, vor allem wenn man bloß noch einen einzigen Handschuh hat. Ich hatte auch bloß hier oben einige kleine Stellen, wo kein Resin hinkam, wie es aussieht. Aber das kann man mit dem halbtrockenen oder halbfesten Resin noch etwas kaschieren. Und dann lieber nur mit dem Brenner kurz nochmal drüber, dass es leicht flüssig wird und sich mit dem anderen verbindet. Danach alles wieder fein abdecken und in Ruhe lassen. Und hier ist auch das Endergebnis. Ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich begeistert davon.
für alle Weltraumfans von euch auf jeden Fall eine perfekte Idee, das auch mal zu versuchen. Ja, ich weiß, eigentlich hätte auf der dunklen Seite des Mondes auch kein Glitter sein dürfen, um das Ganze realistischer wirken zu lassen. Aber in Verbindung mit Resin kann man einfach nicht genug Glitter haben. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video und das Projekt gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Fragen haben solltet oder vielleicht sowas auch mal versuchen möchtet. Abonniert unseren Kanal und schaut auf unserer Homepage vorbei. Dort findet ihr alles, was ihr braucht, um so ein Projekt zu machen. Von Leinwänden über Acrylfarbe, Resin, Pigmente und Glitter. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Kreieren und bis bald!